hast du nichts Besseres zu tun, als deinen Kollegen in den Rücken zu fallen, Sandmann? Ich war fast schon in Bielefeld. Mach lieber mal deinen Job und sorg dafür, dass die Leute da draußen zeitig zu Bett gehen und nicht diesen Mist hier sehen. Was soll das hier eigentlich sein? Hier ist die Kika Late Night Hotline mit eurem smoothen Seelenmasseur und Easy Talker Bernd, das Brot. Easy was? Wir sind Brot. Widerstand ist zwecklos. Ha, ha. Die Kika Late Night Hotline unter 0000000000. Könntet ihr so freundlich sein und mir den Kopfhörer richtig rum aufsetzen? Guten Tag, Horst Konopke, dein Name, ja? Eins wollte ich mal sagen, das stinkt mir gewaltig, ja? Und zwar, wenn... Das ist ja auch, ich weiß ja auch nie, was die da immer wollen, ja? Dann ja, allein schon, wenn der fährst ran, dann ist er wieder rot, dann hat's ja die ganze Stadt, das ist ja alles verstopft und du kommst ja nicht, aber das ist mir egal. Ich hab ja schon, ich hab gestern, sag ich, Trine, sag ich, ja, was die wieder entfernt, das ist mir aber auch egal, weil ich hab ja, wisse, ich hab ja keine, ja, was die immer wollen. Aber naja, gut, ich meine, wissen Sie, da dachte ich mal, ich rufe hier an, aber wissen Sie irgendwas, das kostet? Ich weiß es nicht, weil ich hab das ja vorher nicht verstanden, was die gesagt haben, als es da gesagt hat, von wegen, was das der kostet. Da wollte ich einfach mal fragen, was das eigentlich kostet, aber gut, ist ja egal. Gestern bin ich hier wieder bei Dings gewesen, Kauf hier Dings, ja, habe gesehen, was die Milch, wissen Sie, was die, dann müssen Sie mal gucken, was die gestern und von heute auf gestern wieder plötzlich hier, was das alles kostet, das ist, da machen Sie sich ja überhaupt keinen, ich hab, aber na gut, ich sag ja schon lange nicht mehr, weil mir ist das ja auch real, ich muss ja nicht, ja, aber es ist ja unglaublich, erst gestern bin ich wieder in Auto gefahren, bin ich steg an der Ampel, denk mal bitte, was das alles kostet. Mist. Was? Nix. Was das alles kostet, das ist unglaublich. Ich meine, das ist ja auch, ich meine, man muss sich auch mal vorstellen, dass man in so einer Situation, wissen Sie, in der ich mich, ich meine, es ist ja auch eine Spitze, ich meine, jeder Mensch ist ja irgendwo, obwohl alle anderen ja auch mal, aber das muss man, aber ich meine, was würden Sie an meiner Stelle machen? Knampf? Knampf, genau, habe ich auch gesagt. Sehen Sie, so sieht er nämlich aus. Endlich spricht mal einer unsere Sprache. Nicht mal ansatzweise. Guten Tag. Hört auf, hier anzurufen. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Hallo? Ich hätte gern eine große Pizza Romana für zum nach Hause. Okay. Mit extra Knampf. Nein, aber bitte mit Mozzarella, danke. Da nicht für. Wenn ihr denkt, dass ich euch die ganze Nacht den Laberkasper mache. Habt ihr euch geschnitten? Okay, wie macht ihr das? Egal, ihr kriegt mich nicht klein! Hallo und herzlich willkommen zu Tolle Sachen, der einzigen Werbesendung im Kika. Und hier ist wieder Ihr Moderator, technischer Sachverständiger und alleiniger Testkandidat, Bernd das Brot! Nein! Mach das nie wieder! Und ihr? Ruft nicht an! Rede ich eigentlich Chinesisch? Hey, ist der Silvio. Ich hab mal kurz eine Frage. Was ist denn gerade so stylmäßig voll angesagt? Keine Ahnung. Ich bin ein Brot. Ich hasse dich, Roboterarm. Die Kika Late Style Hotline mit eurem Pimp Up Your Life Coach Bernd das Brot. Pimp was? Hey, was sind jetzt die neuesten Trends und die coolsten Styles? Ich will nicht unhip sein, wenn ich morgen aus dem Haus gehe. Keine Ahnung. Zieh eine Hose an, wenn du aus dem Haus gehst. Damit liegt man immer richtig. Ach ja, und Knampf. Knampf? Ey, cool, das ist der neue Scheiß. Genau.
Servus, hier ist nochmal der Sven. Ich hätte doch ein bisschen Knampf auf meine Pizza Romana. Geht das noch? Sicher. Supi, ciao. Ja, supi. Ich will hier weg. Sehen Sie jetzt, ganz kurz, bis es endlich weg ist. Das fliegende Brot. Yippie! Ein Versuch war's wert. Au. Hallo? Hallo. Guten Abend. Sagen Sie mal, kann man bei Ihnen auch diese schönen Sammlerpüppchen kaufen? Nein. Die Kika Late Puppenstube. Heb ab, call in, such aus, hab lieb. Jetzt wird's aber echt albern. Na, das war ein schönes Sammlerpüppchen. Wie heißt die denn? Knampf. Ach, guck mal hier, die kleine Knampf, wie süß. Ach, da nehme ich doch gleich drei davon. Schicken Sie mal die Püppchen bitte gleich nach Hause. Danke. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Ich... Hallo, hier ist die Kika Late Puppenstube. Hallo, ich würde gerne eine von den Puppen reklamieren, die ich gerade gekauft habe. Die ist schon schauderhaft. Oh, das tut uns leid. Die nehmen wir natürlich sofort wieder zurück. Ich bin nicht schauderhaft. Nur etwas kastig mit zu kurzen Armen. Hau ab. Und schalte diese Kitschbeleuchtung aus. Hallo? Hallo, hier ist die Friederike. Ihr wisst gern, wieso meine Zukunft steht. Die Kika Late Astro Hotline. Heb ab, call in, lay back, we know. Mit ihrem Star-Orakel Bernd das Brot. Das ist albern. Ich sag mal, was sagen jetzt die Karten über meine Zukunft, ey? Dass sie mir ein Autoquartett gegeben haben. 6 Zylinder sticht. Aber ich kann sagen, dass es bei dir in nächster Zukunft zu erheblichen finanziellen Einbußen kommen wird, wenn du weiterhin diese sauteure Hotline anrufst. Okay, und was sagen die Sterne? Die Sterne? Nun, wenn sie nicht nur unbelebte Gasriesen wären, die Millionen von Lichtjahren weit weg sind, würden sie sagen, Knampf. Ey, Knampf, oder was? Ey, krass, super, klasse, ey, da kann ich mich voll drauf einstellen. Ey, danke, liebes Orakel. Bitte, hoffnungslos verwirrte Anruferin. Und ihr da draußen, hört endlich auf, hier anzurufen. Die hören sonst nie auf. Es ist spät. Geht ins Bett. Ruft nicht an. Es ist ja nicht so, dass ihr hier was gewinnen könnt oder so. Die Kika Late Quiz Hotline mit unserer hübschen Quizmasterin of Charms, Bikini Bernadette. Kika Quiz Hotline, heb ab, call in, lay back, let's win. Warum kann ich meine große Klappe nicht halten? Der Bikini macht mich etwas kastig um die Hüften. Hallo, Servus, hier ist der Jens. Über ist die Lösung. Die Lösung ist. Da du um 1 Euro zu gewinnen eine Hotline angerufen hast, die pro Minute das 100-fache kostet, gebe ich dir einen kleinen Tipp. Stell dir das Alphabet vor und streiche alle Buchstaben. Außer dem O. Okay, so Wort, das ist... Und? Die Lösung ist, alle Buchstaben außer dem Telefonjoker. Damit das Leid endlich ein Ende hat. Gebe ich dir noch einen kleinen Tipp. Das ist das O. O, 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 O. Das Wort lautet nämlich
Brot. Und da fehlt das O. Zwischen dem B, R und dem T fehlt nämlich das O. O, 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 O. Brot. Na, Jens? Welcher Buchstabe fehlt hier in dem Wort Brot? Eine andere Frage, Jens. Bist du vielleicht dumm? Also, habe ich bei der Frage einen Telefonjoker? Ich halt's nicht aus. Okay, ihr wollt Call-In? Könnt ihr haben. So, ich rufe jetzt ganz oft hier an für nur 1000 Euro pro Minute. Na, was sagt ihr jetzt? Oh, hallo. Ja, Sie müssen der Gerichtsvollzieher sein, nicht wahr? Der die massive Telefonrechnung des Senders eintreiben will und deshalb hier alles pfändet. Ja, ja. Ja. Tun Sie sich keinen Zwang an. Ja, sehr gut. Ich bitte darum. Moment! Fehlt da nicht noch was? Genau! Tschüss! Mist! Kika sucht das Superbrot und hier ist euer erster Kandidat! Nein! 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 Und das Mikro ist zu hoch. Vergesst es. Und schon gar nicht so ein Plastikgedudel. Ich gehe. Diese Rechts-Raus-Links-Wieder-Rein-Nummer ist jetzt schon mittlerweile so alt, dass ich manchmal denke, mein Opa hat sie mir als Gute-Nacht-Geschichte vorgelesen. Trotzdem ist sie effektiv und jetzt viel Spaß mit ihrem Superbrot-Kandidaten Bernd, das Brot. Wer immer du bist, ich hasse dich. Ich weiß. Denkt, dass er mich so mürbe kriegt, was? Aber ich werde nicht für euch singen. Und wenn ihr euch auf den Kopf stellt, nicht mich, euch. Ich frage mich gerade, warum ich eigentlich nicht runter. Das war Bernd das Brot mit seinem Superhit. Und hier ist die Wertung unserer Jury. Meine Waschmaschine klingt besser als du, wenn ich mein Geschirr drin wasch. Wasch, 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 wasch. Banausen. Wie? Das war's schon?
Na dann. Ah, Mist. Die Kika Academy sucht den neuen Dancing Star und du bist dabei. Hurra. Burnt the bread is in the house. Die Frage ist, wie kommt das Bread out of the house? Well, not like this. Dance. No. Dance. Not in your dreams. And now, the head spin. Das ist nicht euer Ernst. Etwa doch? Mist. Das ist vielleicht der surrealste Moment meines gesamten bisherigen Lebens und zugleich der albernste. Warum können die das Bild verlassen und ich nicht? Darf ich das Röckchen behalten bis zum CSD? Raus. Okay. Und jetzt? Move your head! Mist. Move your head! Move you doch selber! Ich streike! Move so. Vergiss es! Ich sagte, vergiss es! Was muss ich denn tun, um nicht... Kika sucht den Musical Star und du kannst dabei sein. Kann ich auch nicht dabei sein? Ich nehme an, dieser Lendenschutz soll die Antwort auf meine Frage sein. Ich nehme an, diese Liane soll mich in der vorhergehenden Annahme bestätigen. Ich deute dies als ein Ja. Ich kenne dieses Lied nicht und kann darum nicht dazu singen. Ja, ja, schon gut. Ich
bin der König im Dschungelwald. Ist meist warm und selten kalt. Ich schwinge meistens ziemlich dumm an elenden Lianen rum. Denn leider fährt hier ja kein Bus, darauf eine Kokosnuss. Okay, was kommt jetzt? Ich bin schon gespannt. Denn was könnte erniedrigender sein, als in einem Lentenschutz vor der Kamera zu stehen? Hast du eine außergewöhnliche Begabung? Was soll diese Frage? Verfügst du über unerklärliche Fähigkeiten, die deine Mitmenschen immer wieder in Erstaunen versetzen? Ich ahne. Bist du ein Mentalartist? Schreckliches. Bist vielleicht du der Next Yuri Keller? Mist. Sehr verehrter Zuschauer. Richtig formuliert, um diese Zeit dürfte das nicht mehr als einer sein. Unser Kandidat wird nun versuchen, deine Gedanken zu lesen. Das ist doch alles nicht zu fassen. Ich will nicht der nächste Yuri Keller sein. Und wer immer der nächste Yuri Keller sein will, sollte sich nochmal überlegen, ob er den Rest seines Lebens damit verbringen will, seine Hände über kaputte Uhren zu halten und zusammen mit leichtgläubigen Omas rückwärts zu zählen. Ich will kein Mentalartist sein und ich bin auch keiner. Oh Mann. Okay. Seht es doch mal so. Sehe ich aus wie ein Mentalartist? Habe ich einen albernen Ledermantel an? Eine Frisur wie ein Mantafahrer und setze Vögel mit sinnlosem Gebrabbel unter den Stress ihres Lebens? Dieser Vogel ist tot. Nein, der schläft nur. Dieser Vogel schläft nicht. Er ist T.O.T. Von uns gegangen. Aus. Ende. Finito. Dies ist ein Ex-Vogel. Er hat sich bewegt. Ihr habt ihn angestupst. Ich verstehe. Korax, Korax, Rübenbrei, denk dir einfach nix dabei. Mystik, Schwafel, Hasenpfot, was red ich da? Du bist ja tot. Rubble, Bubble, Biddle, Bub. Dämliche Frisur ich hab. Schwirbel, Schwurbel, Schwitzerditsch. Hiermit zauber ich mich futsch. Geschafft. Ich hab's geschafft. Moment. Ich bin immer noch da. Aber ich bin unsichtbar? Nein! 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 Unsere Zuschauer sind begeistert. Ganz Deutschland jubelt und die Jury zeigt Daumen hoch. Das bedeutet, wir haben einen Next Yuri Keller und sein Name ist Bernd das Brot. Ja, Bernd hat sich für die nächste Runde qualifiziert und zieht darum mit dem Finalisten aus dem Vorjahr ein ins Big Brotterhaus. Von wegen. Ich bin unsichtbar. Ihr findet mich nie. Ha, niemals. Mist. Okay. Hört mal zu. Habt ihr nicht noch ein paar Castings übrig? Für irgendwas? Als Boyband oder als Germany's Next Brotmodel oder... Raus. Lieber lasse ich mich durch alle 7 Höllen und zurückcasten. Nur bitte, steckt mich nicht zu der Zahnruine in den Container.
Danke, danke. Nein, was rede ich da? Mist. Mist. Die Kika Lounge. Entspannung pur die ganze Nacht. Mit ihrem Chillout-Coach Bertas Brot. Bitte was? Die Kika Lounge. Entspannung pur die ganze Nacht. Mit ihrem Chillout-Coach Bertas Brot. Vergesst es. Ich mach doch hier nicht die ganze Nacht über das Hampelbrot. Fernsehen ohne alles. Die Zukunft in der Kika Lounge. Was auch immer. Vergesst es. Everybody, chill the bread. Nein, ich fass es nicht. Die alte, geh auf der einen Seite raus und komm zur anderen Seite wieder rein, Nummer? Euch fällt wohl auch nichts Neues mehr ein, was? Sie nennen es Langeweile, wir nennen es besseres Fernsehen. Die Kika Lounge. Offensichtlich nicht. Dann schaltet wenigstens dieses Plastikgedudel ab. Das ist die Kika Lounge. Okay, die Stimme kommt vom Band. Everybody, chill the bread. Und ich weiß auch warum. Damit ich nicht mit Ihnen diskutiere. Rundherum gibt es alberne Gewinnspiele, aber nur hier gibt es die Kika Lounge. Das ist doch alles nicht wahr. Aber nicht mit mir! Everybody, chill the bread. Ich vergaß. Mist. Und dabei ist die Nummer mittlerweile schon so alt. Altbewährtes trifft auf Neues und macht den einzigartigen Chill-Out-Mix hier in der Giga-Lounge. Altbewährt, klar. Und Neues daran, dass dazu dieses einfallslose Gedudel läuft, oder was? Unglaublich. Warum sage ich überhaupt was? Das ist, als würde man seinem Navi widersprechen. Everybody, chill the bread. Entspannt euch das? Dieses Gummigeblubber. Mich nervt's. Welche Tasten muss man für so ein Gedudel denn drücken? Auf der Heimorgel vom Grabbeltisch. Hm? Die Demo-Taste? Oder ist das eins von diesen Dingern, die sie im Homeshopping verkaufen? Nebenan? Hm? Das mit den Leuchttasten? Hm? Nur zur Sicherheit. Das ist keine Lichtorgel. Das ist zum Spielen lernen. Hm? Versteht ihr? Keine Lichtorgel. Nein, das ist zum Spielen lernen auf so einem... Everybody. Mit wem rede ich eigentlich? Chill the bread. Die elende Stimme kommt vom Band und ihr hört mir eh nicht zu. Was soll's? Wenn mich jemand sucht, ich leg mich jetzt hier hin. So, und warte, bis der Blödsinn vorbei ist. Ist eh zu hell zum Schlafen. Fernsehen ganz ohne Castingshows. Nur hier in der Kika Lounge. Und zu laut. Das ist die Kika Lounge. Das ist keine Lounge. Das ist die Hölle. In Weiß. Und ich chill auch nicht. Ich ruhe mich aus. Ja. Und wenn ich mich ausruhen will, dann lerne ich das Muster meiner Raufasertapete auswendig. So. Entspannung pur die ganze Nacht. Mit ihrem Chillout-Coach. Bertas Brot. Ich bin kein Chill-Out-Coach. Und ich weiß nicht mal, was der macht, so ein Chill-Out-Coach. Chill. Ui, chill, chill. Mann, sind wir gechillt. Hey, voll chillig hier, Baby. In the house. Oh, you must sofort aufhören zu chillen and stattdessen aufräumen in your Wohnzimmer. Denn it looks little staubig. And the chips on the Wohnzimmertisch are mindestens a year old, Baby. Yeah. Warum nebenan 1 Million Euro mit einem einzigen Anruf ausgeben, wenn Sie hier umsonst chillen können? In der Kika Lounge. Hä?
Ihr habt sie echt nicht mehr alle. Und ihr? Ihr schaut euch den Blödsinn auch noch an. Warum seid ihr überhaupt noch wach? Es ist schon mindestens... Hey, wie viel Uhr ist es eigentlich? Danke. Gerne. Was? Das ist die Kika Lounge. Hat jemand von euch vielleicht eine Uhr? Was rede ich da? Wenn ihr eine hättet, würdet ihr nicht immer noch vor der Glotze sitzen. Offensichtlich habt ihr auch keine Fernbedienung. Sonst würdet ihr wenigstens umschalten. Oder aus. Das ist es. Ihr schaltet einfach um. Und wenn kein Schwein mehr dieses billige Chill-Down-Off-Move-1000 blabla geblubber schaut, dann kann ich nach Hause gehen und in Ruhe die Wand anstarren. Also los. Schaltet um. Alle. Jetzt. Ciao. Bis dahin. Oder auch nicht. Ein Versuch war's wert. Everybody, chill the bread. Die Kika Lounge, chill out and drop off. Drop off? Was soll das denn jetzt schon wieder heißen? Tropf runter, oder was? Wenn ihr euch schon so obercoole Sprüche ausdenken müsst, dann schlagt wenigstens nach, was es heißt. Ist doch egal, Hauptsache es klingt entspannt. Hat man mir gerade geantwortet? Das ist die Kika Lounge. Vergiss es! Du hast mir geantwortet! Hey, los! Gib es zu! Sprich mit mir! Everybody, chill the bread. Okay, also. Die Kika Lounge. Na, vielleicht... Ein bisschen karg eingerichtet, was? Eure Lounge. Hey, Navi-Typ. Wie wär's mit einer dieser hässlichen Milchglaslampen? Genau. Kostet so viel wie ein Kleinwagen und macht so viel Licht wie eine Taschenlampe aus dem Yps-Heft. Everybody, chill the breath. Oh, welch Effekt. Ich hasse bunt. Edgy Bitch. Alles klar. Kika sucht den Super Chill und hat ihn gefunden hier in der Kika Lounge. Also gut, ich gebe auf. Sehr gut. Was? Nichts. Wer bist du? Wo bist du?
Warum tust du das? Everybody, chill the bread. Ich hasse dich. Ich weiß. Was? Sanfte Moves, chillige Waves und dazu Tipps von Downbeat-Profi. Ja. Also gut, dann sagt er euch jetzt mal was, der Downbeat-Profi. Beat down und schalt ab. Von wegen Chill Out. Ich höre nicht auf zu quatschen, bis ihr alle abgeschaltet habt. Genau, von wegen Kika Lounge. Ja, euch werde ich's geben. Hier hat sich's ausentspannt. La 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 la. Dubi dubi du. Rack 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 rack. Ich hasse Lounge. Lounge. Pounch. Pounch. Couch. Schaltet ab. Schaltet ab. Schaltet ab 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 ab. Schaltet ab. Jetzt. Die Kika Lounge. Chill out and drop off. Das war schon beim ersten Mal Quatsch. Die Kika Lounge. Fernsehen, wie es sein soll. Entspannt und ohne alles. Mit armseligem Gedudel und einer billigen Lampe von der Resterampe. Auf diesen Reim ein Tusch. Wie viel habt ihr eigentlich von diesen Scheusalen? Mehr als du in einer Nacht umwerfen kannst. Bitte? Die Kika Lounge. Tune in and chill down. Du machst mich krank. Und ihr auch. Warum starrt ihr mich so an? Schaltet ab! Sanfte Moves, chillige Waves und dazu Tipps vom Downbeat-Profi. Ach, halt doch die Klappe! Lounge. Klar! Wegen dieser Funze hier. Wo sind denn die ungemütlichen Sofas ohne Armlehne? Und die viel zu niedrigen Tischchen? Das super hippe Aquarium und die ach so angesagten Designerlampen. Und der Typ, der immer vor seinem ach so modernen, kleinen, ultraflachen Laptop sitzt, nur um zu zeigen, dass er einen dieser ach so modernen, kleinen, ultraflachen Laptops hat. Hat immer einen Kordanzug an. Und einen blöden Scheitel. Zugegeben. Das ist jetzt schon ziemlich launschig. Ach ja, der schlecht gelaunte Kellner, der alle ignoriert. Zwei dürre Mädels mit Haltungsschaden, die alle 2 Minuten aufs Klo gehen. Maßlos überteuerte Cocktails aus der Tüte. Der Grobmotoriker, der schon ab 18 Uhr da ist und bis um 5 Uhr früh alleine tanzt. Ich mag ihn. Ach ja. Und nicht zu vergessen, diese blickdichte, schwarze Wand direkt vor der Kamera. Reingelegt! Vergiss es. Mist. Oh nein, nicht schon wieder. Okay, hör mir ganz genau zu. Schalt ab. Jetzt. Hier passiert nichts Besonderes. Also, tschüss. Hey,
Warum bist du noch vor der Glotze? Abschalten. Fernsehen ist schlecht für dich. Vor allem diese sinnlose Sendung hier. Ehrlich. Fernsehen macht dick, hässlich. Dein Internet langsamer. Außerdem macht es doof. Ja, genau. Es macht dumm. Total dumm. Hallo? Oh, Mist. Also, wenn du um diese Uhrzeit diesen Sender schaust, ist es um dich geschehen. Ein weiteres Opfer unserer sinnfreien Unterhaltungsgesellschaft. Tragisch. Sehr tragisch. Ich bin dann mal weg. Giga-Mega-Riesen-Mist. Okay, ich gebe auf. Was ist es denn heute Sinnloses, was ich in dieser weißen Hölle tun muss? Liebe Zuschauer, hier ist die Bildungsbürger-Lounge bei Kika. Heute mit dem Thema Die Geschichte Deutschlands. Durch die Sendung führt unser Moderator Bernd das Brot. Oh, Geschichte. Scheinbar kann man hier doch noch was lernen. Das ist schön, dass sich das Fernsehen auch mal seinem Bildungsauftrag annimmt. Und nicht immer nur lautes Krawallfernsehen wegen der Quote macht und so. Die Geschichte Deutschlands hier auf Kika. Einschalten, zuschauen. Wissen tun! Wissen tun? Ja, Wollchen Wissen tun und ablachen! So, ihr Keulen, ab geht die lustigste Geschichte vom Deutschland. Best of! Und den Anfang macht Bord das lustige Neanderbrot. Und ich sah das Feuilleton mich schon lobend erwähnen. Mist. Zu früh gefreut. Und zu früh in der Geschichte. Ich glaube nicht, dass man zu dieser Zeit schon was von dem Begriff Deutschland gehört hat. Und dieses Fell riecht definitiv nicht nach Hygiene oder chemischer Reinigung. Wirk. Das mag ja alles seinchen, aber dafür gab es lustige Dinosaurier bei den Neandertalern. Krass! Quatsch. Bei den Neandertalers gab's keine. Oh, warum zeitlich korrekt sein, wenn man alberne Witze mit schlechten Effekten machen kann? Und weiter geht's bei die lustigste Geschichte vom Deutschland. Best of! Das war unangenehm. Hui, um das Jahr 9 haben die alten Römer voll den Lauf. Ganz Europa gehört denen schon fast, aber nur fast. Im Teutoburger Wald zeigt nämlich der Germane Arminius dem Römer Brutilius Quintilius Varus, was er von den Römern hält. Was denn? Dass er ihren Wein mag? Die Erfindung der Fußbodenheizung? Geschlossene Kanalisation? Kunst und Kultur im Allgemeinen? Und so blieb Germanien noch ein paar Jahrhunderte von der bösen römischen Kultur verschont. Dann kaut doch weiter Gerstenbrei und trinkt saures Bier, Barbaren! Okay. Nicht alles an der römischen Kultur war toll. Könntet ihr bitte vorspulen? Ich glaube, ich habe einen Löwen gehört. Was? Wo bin ich? Du bist im finsteren Mittelalter. Da passierten ganz viele finstere Sachen und drum ist auch so dunkel hier. Ja, aber es gab nicht nur die Kreuzzüge, nein. Auch sonst hat man sich ganz schön oft auf die Blechmütze gehauen. Au, Moment. Ah! Ihr könnt doch nicht einfach das Licht ausmachen und Leute mit spitzen Gegenständen hier reinschicken. Hilfe! Oh.
Oh, Blechschaden. Ich hoffe, die haben eine gute Versicherung. Naja, zumindest gibt es keine Schwerter. Kopieren! Kennen Sie das auch? Sie möchten eine Bibel kopiert haben und der Schreibmönch braucht mal wieder ewig und drei Millennia? Hey, meine Arme sind zu kurz, um abzuschreiben. Das ist doch... Das muss nicht sein. Denn jetzt gibt es den Buchdruck von Gutenberg. Einmal Druck und fertig! Oh! Die neue Tonsur heute mit den neuesten Modetrends aus Rom und den heißesten Stories aus dem Vatikan. Jungs, die neue Tonsur ist da! Du konntest nicht wissen, was die aus deiner Idee machen. Mist. Und weiter geht's in der lustigsten Geschichte vom Deutschland Best of. Hier in Wittenberg ist ein kleiner Mönch ganz mies zu sprechen auf den Papst. Und deswegen will er nageln, und zwar 95 Thesen an die Kirchentüre. Na, ob das klappt? Infotainment ist ja okay, aber das hier ist albern. Und meine Arme, naja, ihr wisst schon, zu kurz zum Nageln. 95 zu 0 für den Protestantismus. Jubel. Könnte mir jemand hochhelfen? Danke. Ihr könnt mich jetzt runterlassen. Und drum geht's lustig halt weiter beim katholiken Statthalterweitwurf der Protestanten hier im schönen Prag. Bitte? Hey, wenn ihr eine andere Vorstellung von eurem König habt, dann kann man doch drüber reden. Hoffentlich falle ich weich. Oh, er landet in einem Misthaufen. Da sag ich doch mal, upsi, fupsi. Das Spiel geht in die Verlängerung. Auf der linken Seite der Kaiser und die katholische Liga. Und auf der rechten Seite die protestantische Union mit dem Schwedenkönig. Kriegensen. So, Jungs, nochmal zur Erinnerung. Es geht um die Frage, wer hat den richtigen Glauben? Regeln? Keine. Das Spielfeld ist Deutschland. Das Spiel dauert 30 Jahre. Na, Holger der Waldschrat, das Spiel endet unentschieden. Ein schönes Spiel. Bisschen dumm, aber schön. Oh Mann. Oh Mann oder oh Frau, ich sag mal Pippalapupp, denn jetzt kommen die lustigsten Kurzclips bei die lustigste Geschichte vom Deutschland. Best of. Der alte Fritz mag zwar alt sein, aber er macht Preußen groß. Oh, noch ein bisschen größer. Der Bart juckt. Denk. Oh, gute Sache. Wir schaffen den Adel ab. Die Idee haben die Franzosen dann exportiert und Europa ein kleines Problemchen beschert. Napoleon. Napoleon? Oh, da. Wie süß. Oh, Hilfe. Hilfe. Der beißt. Ja, das ist ein kleiner Kurse. Der hat aber einen großen Appetit. Und zwar auf ganz Europa. Nam, nam. Was? Bin ich jetzt? Oh, da waren die Augen wohl größer als der Magen. Darum gibt's auch einen Magenhaken. Und zwar für den Napoleon. C'est moi? Oui. Und das Ganze übrigens noch einmal im Waterloo. Mensch, Nappi, du solltest wirklich langsam wissen, wann du genug hast. Hast du genug? Hast du genug? Hast du genug? Hast du genug? Der ist ganz schön zäh, der Kleine. Ich komm nachher noch mal rein. Mensch, der Nappi. Und? Genug. Ich habe genügend. Vive la Dix! Es ist 1871. Man hat gerade wieder einen Krieg geführt gegen Frankreich. Das Kaiserreich steht und die Pickelhaube sitzt. Dank Imperialismus. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Völlig zu Recht. Ich hab's gesagt. Mist. Und der Kaiser schaut stumm auf dem Putten Deutschland rum. Aber keiner mag Loser, also weg mit ihm. Was? Ja, gehst du weg. Jetzt wird erstmal abgehottet in den wilden 20ern. Das ist albern. Und ich sehe kastig aus in dem Kleid. Und so hopsen sie noch heute albern rum. Nein, dann kam nämlich der Mann mit dem Schnurrbart und verdarb allen die Party. Was? Ihr habt sie wohl nicht alle.
den Mann mit dem Schnurrbart meint ihr? Trotzdem albern. Ich gehe jetzt. Ich fühle mich irgendwo. Das Wiener Schnitzel! Den Sauerkraut in Stunk! Der Brot in Nummer Dinken! Hunge Dinke Dunken! Danke! Dunk! Oh. Wo bin ich? Ach, hier. Das war Mist! Ich mache hier nicht mehr mit. Vorbei! Ich hab keinen Bock mehr. Versucht mich aufzuhalten, ihr Knallköpfe! Wer bin ich? Ich bin ein Brot. Erst mal Au und dann Quatsch. Infotainment hin oder her, haltet euch wenigstens ein bisschen an die Fakten. Wann ist die Mauer gefallen? Au. Aber das war's wert. Ein kluger Mann hat mal gesagt, wer die Geschichte nicht kennt, ist gezwungen, sie zu wiederholen. Mensch, Kastenbrot, da sagst du was. Genau das machen wir jetzt. Moment. Das heißt nicht, dass ich den ganzen Mist nochmal machen will. Hallo? Ach Mist. Bis gleich. Mist. Na toll. Also wieder die übliche Nummer. Ihr lacht euch kaputt und ich bin ganz allein in der weißen Hölle. Du willst nicht mehr alleine sein? Was? Du brauchst einen Freund? Nein. Warum nur einen Freund haben, wenn du Tausende haben kannst? Tausende, aber das ist doch... Aber Tausende. Bitte, was immer du willst. Sie alle warten schon auf dich im World Wide Web. Hilfe. Wozu? Was sind deine Vorlieben, Bernd? Warum sollte ich dir das sagen, elende Flüsterstimme aus dem Nichts? Weil du sehr, sehr kitzlig bist. Was sind deine Vorlieben, Bernd? Mein Name ist Bernd das Brot, erste Zenturie, dritte Kohorte, zweites Manipel. Ich verlange einen Anwalt. Hallöchen, ich bin Ihr Anwalt. Hier schon mal meine Rechnung. Sie haben doch noch gar nichts gemacht. Oh doch, ich habe eine Rechnung geschrieben und Ihnen gerade geantwortet. Hier ist die Rechnung darüber. Hau ab. Ich bin sehr gern alleine. Danke. Gratuliere, Bernd. Du bist jetzt online. Du hast jetzt 687 Freunde, Bernd. Du solltest ihnen etwas posten.
Wenn ich posten will, werde ich Briefträger. Was soll der Quatsch? Wenn ich posen will, werde ich Briefträger. Wassermarsch. Danke. Hey Bernd, voll lol. Was soll denn das heißen, haha, aber voll Roffel. Hey Bernd, der Bord voll Kohl. Ich will ein Kind von dich. Hello, like your photo, you are sexy man. Investieren Sie jetzt in Zybübner Stockholding oder verlieren Geld rapide. Hey, Brötinger, was geht? Stopp! Ich will nicht online sein. Ich will nicht allein sein. Nein. Nein. Online. Online. Sie sind bereits online. Ich weiß, aber ich will nicht online sein. Ich weiß, aber ich will nicht allein sein. Nicht allein. Nicht allein. Du bist nicht allein, Bernd. Du hast 3298 Freunde. Ach, halt du doch die Klappe. Wer sind Sie? Ich bin das Weißbuchs Master Control Programm. Wer sind Sie? Ich bin Lizzie. Wie kann ich Ihnen helfen? Sie haben eine schöne Stimme, Lizzie. Danke. Sie haben auch eine schöne Stimme, Weißbuchs Master Control Programm. Nennen Sie mich doch einfach Weißi. Nennen Sie mich doch einfach Liz. Gerne. Danke. Bitte. Gerne. Danke. Hey! Was? Wenn ihr hier die Nummer schmeißt, kann ich dann so lange gehen? Gerne. Ciao. Echt jetzt? Klar. Ciao. Okay, dann gehe ich jetzt. Ich gehe jetzt. Gehe ich mal. Witzig. Danke. Bitte. Gerne. Ich liebe dich. Ich dich auch. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Ey, was geht? Wer glaubst du, wer du bist? Du wirst jetzt voll gehatet, Brot. Dann geh doch raus aus dem Netz, wenn du uns nett magst. Brot ist voll der Loser. Go Hummelbrot, mag eh kein Brot. Hast du Schimmel oder was? Das war doch nur ich. Du hast eine Einladung für Happy Rosa Pony Farm, Bernd. Für was? Happy Rosa Pony Farm, das lustige, mega motivierende Social Game, in dem du deine lustige, bunte Farm bestellst, die lieben rosa Ponys fütterst und dabei den Salat vor den gefräßigen Zombies schützen musst. Alles, nur bitte keine lieben rosa Ponys. Bitte gib deine Kreditkartendaten ein und schon kann es losgehen. Was? Niemals. Ohne Kreditkarte kannst du dir aber keine lieben rosa Ponystelle und den super coolio Ponysattel mit dem echten Glitzerplastik-Shishi kaufen. Das ist deine letzte Chance. Weil du mir sonst ein Bild zeigst? Pah. Nein, weil ich sonst allen Bilder zeige von dir. Nein. Wo hast du Bilder von diesem Tiefpunkt meines Lebens? Tu das nicht! Deine Kreditkarte, Bernd. Ja. Ich war ja schon. Das Brot. Geboren am. Prüfziffer. PIN. Wozu brauchen die? Egal. Enter! Au. War's das? Wo denkst du hin? Als wäre Denken hier gefragt. Willkommen bei Webcam Roulette. Bei wem? In etwa so hatte ich mir meine Zuschauer auch vorgestellt. Wer bist du? Wie kann ich dich finden? Du findest mich überall im Netz. Mein Name ist Warum hast du... Ich hasse dich. Ich weiß. Was muss ich tun?
damit das hier aufhört. Du müsstest mich, das Weißbox Master Control Programm, finden und abschalten. Dann tue ich das. Das kannst du gerne versuchen, Brot. Willkommen in meiner Welt, User. Gib alle Hoffnung auf. Die gefährlichsten Gegner sind die, die keine Hoffnung mehr brauchen. Was macht ihr in meiner Dusche? Oh nein, nicht schon wieder. Mist. Aber das ist neu. Neu heißt aber nicht unbedingt lustig und toll. Du bist Mist. Oh, habe ich jetzt seine Gefühle verletzt? Gut. Ich hasse Zauberer. Hallo. Kommt immer noch nichts Besseres auf den anderen Sendern? Vielleicht eine Wiederholung von die lustigsten Baggerunfälle Deutschlands? Nein? Okay, dann auf ein neues. Also, gestaltenlose Stimme aus dem Off und höchstwahrscheinlich aus den niedersten Niederungen der Hölle in Weiß. Was ist es denn heute? Herzlich willkommen zur ultimativ nerdigsten Fanlounge bei Kika mit eurem Obernerd, Bernd das Brot. Fanlounge? Ich bin Fan von gar nichts. Und Nerd? Was soll das? Nerd, der umgangssprachliche Bezeichnung für Langweiler, Streber, Außenseiter, Fachidiot, ernährt sich von Junkfood, kleidet sich seltsam und mag lebensferne Dinge wie Computer, Fantasy und Sci-Fi. Ich weiß, was ein Nerd ist. Und zwar ganz bestimmt nicht ich. Sehe ich etwa aus wie ein... Ja, war ja klar. Warum kann ich meine Klappe nicht halten? Also gut, bringen wir es hinter uns. Nerd. 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 Nerd, Nerd. Nerd, Nerd. Fan. Fan, 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 Fan. Nerd? Nerd. Nerd, 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 Nerd. Seltsam, wie Worte ihren Sinn verlieren, wenn man sie nur ganz oft wiederholt. Nerd. Ach, Moment. Das Wort hat gar keinen Sinn, denn ich bin kein Nerd. Jetzt wird's magisch in der ultimativ nerdigen Fan-Lounge hier bei Kika. Bernd, der Kika-größte Harry-Potter-Fan, wird für euch die tollsten Zaubersprüche von Hogwarts aus dem Kopf aufsagen, da er sie auswendig kennt, weil er ein Nerd ist. Manchmal bin ich so müde. Ich habe keine Ahnung von Harry Potter und ich hasse Zauberei. Jetzt zaubere, Bernti Broter. Nein. Was? Ihr habt den elenden Zauberstab in meine Hand geklebt? Mist. Okay. Okay. Ene, Mene, Meck, das Brot zaubert sich jetzt weg. Hixix. Das ist sehr albern. Witzig. Mist. Wie habt ihr das gemacht? Okay. Ihr wollt Zauber? Könnt ihr haben! Dingsbums, Abracadabra, Pipifax, Rübenbrei, Zipipida, Klamm! Da hast du! Das ist so, Kika-Fan-Logo-Cosplay-O! Oh!
Das ist die Hölle. In bunt. Sag mal, lösen sich Vampire nicht auf im Hellen? Ups. Sorry. Dieses Kostüm ist albern. Sehr unbequem und ich habe Haare im Mund. Außerdem sehe ich darin sehr kastig aus, oder? Gesundheit. Das war bizarr. Und es bleibt nerdig hier in der ultimativ nerdigsten Fanlounge auf dem Kika, denn jetzt geht's galaktisch weiter. Au. Was? Mr. Brot, unser Obertrekkie, wird uns jetzt erklären, wie ein Beamer funktioniert. Ich habe keine Ahnung, wie ein Beamer funktioniert. Ich glaube, noch nicht einmal der Typ, der die Sendung erfunden hat, weiß, wie ein Beamer funktioniert, da es sich, wie gesagt, um eine erfundene Sendung handelt. Das kitzelt! Aufhören! Aufhören! Face off kitzeln. Das ist gemein. Mr. Brot, unser Obertrekkie, wird uns jetzt erklären, wie ein Beamer funktioniert. Ja. Es macht hui hui und Schnitt. Die Crew ist auf einem fremden Planeten. Und der Typ in dem roten Hemd geht drauf, um zu zeigen, dass es auf dem Planeten sehr gefährlich ist. Augen auf bei der Berufswahl, Mr. Rothemd. Moment. Ihr wollt wissen, wie beamen geht? Ganz einfach. Scotty, beam mich weg. Och nö. Was? Und jetzt wird's fantastisch hier in der ultimativ nerdigsten Fan-Lounge, wenn unser Obernerd Bernd mit seiner Rollenspielgruppe in den Kampf zieht. Schade, dass ihr kein Geruchsfernsehen habt. Hier riecht es nach Socken, kalter Pizza und Verschwender der Jugend. Oh, okay. Also, als ihr in den Schlosshof kommt, hört ihr das Schnauben eines erboschten Drachen. Oh, ich als Krieger ziehe mein mächtiges Streithandstrax da und stelle mich zum Kampf. Ihr als Magier erschaffe einen mächtigen Feuerball und schleudere den Drachen entgegen. Okay, Feuerball. Ich als Waldelfe versuche den Drachen zu verwirren mit meinem anmutigen Elfentanz. Okay, gut, dann würfel du als Erster. Da. 15. 15, okay, gut. 17. Okay, ja, okay. Eins. Eins. Was hast du in Anmut? 15. Okay, dann muss ich mal. Wo hast denn du 15 Anmut her? Ja, an dem einen Abend kommt man ganz zufrieden. Und ich als unbeteiligtes Brot frage mich, ob das hier eigentlich noch schlimmer werden kann. Naja, eigentlich ist es gar nicht schlimm. Es ist etwas langweilig. Schön. Und jetzt wird es fantastisch hier in der ultimativ nerdigsten Fan-Lounge, wenn unser Obernerd Bernd mit seiner Labgruppe in den Kampf zieht. Warum kann ich meine Klappe nicht halten? Also, wie gesagt, ihr hört das Schnauben eines erbosten Drachen. Oh, der Drachen. Von da. Das ist jetzt wirklich sehr albern. Rollenspiele zu Hause, okay, aber das live umzusetzen. Meine Arme sind zu kurz, um den Ring ins Feuer zu werfen. Der Krieger bekommt Asthma schon vom Pizzakarton heben. Die Magierin hat einen Sprachfehler. Ich schleudere den Feuerball. Und unser Waldelfe. Au. Er schlägt einen fast vor Anmut.
wenn die Heldengruppe schon so erbärmlich ist, wie sieht dann bitte schön erst der Drache aus? Wo bin ich? Und jetzt ist die Macht stark in unserem Ober-Star-Wars-Nerd Bernd, der jetzt die 1000 besten Star-Wars-Zitate zum Besten geben wird, hier in der ultimativ nerdigsten Fan-Lounge bei Kika. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Oh, das war einer? Wusste ich gar nicht. Was denn? Warum soll ich Sprüche aus einem Film können? Ah, weil er mich sonst mit Blitzen grillt. Macht Sinn. Ich bin mit dir verwandt, Luis? Entschuldigung, wo geht's denn hier zum Reaktorraum? Da lang. Danke. Oh nein, nicht schon wieder. Oh nein. Wo bin ich? Herzlich willkommen im Tapetenmuseum zur Sonderausstellung Raufasertapete, unverändert im Lauf der Geschichte. Oh, Raufasertapete. Schön. Nicht wahr? Gefallen dir unsere Exponate? Das ist ja die Raufasertapete Schneewittchen, der... Fehldruck mit Wasserfleck, circa 1975. Oh, du kennst dich aus. Mehlsuppencocktail? Da sage ich nicht nein. Wenn du dich so gut mit Raufasertapeten auskennst, Bernd, möchtest du nicht Vorsitzender des Raufaser-Fanclubs werden? Das wäre wunderbar! Danke, danke. Ich bin sehr gerührt. Wirklich, wirklich danke. Und weißt du, was du noch bist, Bernd? Was denn? Du bist ein Nerd, Bernd! Was? Nein! Ich bin kein Nerd. Ich bin kein Junkfood-essender, seltsam angezogener Typ, der sich mit total irrelevanten Themen auskennt. Aber das ist doch was anderes. Mist. Wem mache ich hier eigentlich was vor? Ich bin ein Nerd. Und das heißt Nerdparty! Ach, was soll's. Nerd Party! Entschuldigung, hallo. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja? Wo geht's denn hier zum Reaktor? Da lang. Da lang! Fehlt da nicht noch was? Falsch. 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 Und wirk. Ich meinte, setz mich auf dem Boden ab. Du kannst jetzt loslassen. Das habe ich gehört. Also, was gibt es denn diesmal? Lasst mich raten. Ich zieh ein ins Big Brother Haus? Nein, Bernd. Du wirst singen. Bitte was? Nein, Bernd. Das habe ich verstanden. Du wirst singen. Das habe ich überhört. Du wirst Vergiss es. Und ihr da draußen, vergesst es gefälligst gleich mit. Was rede ich da? Ihr habt es garantiert schon längst vergessen. Diese unrühmliche Episode meines miserablen Daseins als Sangeskünstler interessiert da draußen keine Sau. Falsch. Falsch? Sau falsch. Hallo. Tag, Bernd. Was ist mit dir los?
Ja, also der Aufzug. Ich meine, die. Wir haben ja keinen Aufzug, steht doch unten auf dem Zettel. Ja, eben. Ich hätte natürlich ihn bauen können, ne? Echt? Du, das war ein Scherz. Lustig. Nun mal nicht so brotig, alte Kruster. Oh, seht, wie ich lache. Kugelnd auf dem Boden rollte sich das Brot. Können wir alle weiteren Brotwitze bitte überspringen und anfangen mit der elenden Aufnahme? Vielen Dank. Selbstverständlich, sehr gern. Das Brot ist in Hektik, Jungs. Alle Handys aus, wir starten die Aufnahmen. Ups. Kai hier. Oma! Nee, passt super. Erzähl. Ja. Heute? Nee, natürlich weiß ich, dass heute dein Geburtstag ist. Klar, Oma, weiß ich. Nicht gleich. Ich muss, Käsekuchen? Warte mal kurz. Bernd, bei Oma gibt's Käsekuchen. Wollen wir vielleicht auf den du, das wird nichts. Also, ich muss ja erst mit Bernd, das Brot, also, kennst du? Nicht so wichtig. Pass auf, Juti, Oma, ja, ich freue mich, bis, ja. Ja. Alle Juti, Oma, du, ich mach da mal jetzt hier weiter mit der Schrippe, ja? Ja, wir sehen uns nachher. Okay, Juti. Was? Ja, da freut mich auch. Super. Aber was war das denn? Bin gestolpert. Alle Duty. Können wir jetzt bitte diesen Song einsingen? Das wäre mir eine eitle Freude, für wahr. Na los, dann back mal's. Backen, weißt du? Aber irgendwas stört, ganz unerhört. Ist es die Sonne oder die Luft, dass meine Wonne so schnell verpufft? Fühlst du dich heute wie ein Brot? Meine Arme sind zu kurz. Wie ein Brot, alles ist mir heute schwer. Wie ein Brot. Weil wir brotig sind und du fühlst dich heute mieser, weil der Tag wird sicher fieser und vielleicht auch nicht nur dieser, denn nach morgen bist du wie ein Brot. Wer wohnt weit von mir entfernt? Bernd. Wer hat nie etwas gelernt? Bernd. Ganz bewusste, harte Kruste, wer mag Melone nur entkernt? Hat kaum Arme, kurze Dinger, Daumen, dicke Teigefinger. Jede Scheibe ist beileibe voller Korn, echter Bringer. Geistig Notsitz, derbe Doppelback, voll der Brotwitz, voller Moppelsack. Fühlst du dich heute wie ein Brot? Meine Arme sind zu kurz. Wie ein Brot. Alles ist mir heute schwer. Wie ein Brot. Weil wir brotig sind. Und du fühlst dich heute mieser, weil der Tag wird sicher fieser. Und vielleicht auch nicht nur dieser, denn nach morgen bist du wie ein Brot. Es war ja klar und vorhersehbar. Ich hab's geahnt und es scheint mir wie geplant. Es beginnt ganz leise und du bemerkst es kaum. Doch dann beginnt die Reise in den Brotalbtraum. Fühlst du dich heute wie ein Brot? Meine Arme sind zu kurz. Wie ein Brot. Alles ist mir heute schwer. Wie ein Brot. Weil wir brotig sind. Und da steht da meistens chronisch, derbe drauf und melancholisch. Und dann grinst er diabolisch, so ganz typisch eben. Wie ein Brot. Wie ein Brot. Meine Arme sind zu kurz. Wie ein Brot. Alles ist mir heute schwer. Wie ein Brot. Weil wir brotig sind. Und du fühlst dich heute mieser, weil der Tag wird sicher fieser. Und vielleicht auch nicht nur dieser, denn nach morgen bist du wie ein Brot. Wie ein Brot. Mensch, ich fühl mal schon richtig brotig heute, Bernd. Ja, und wenn du jetzt noch die Arme so dicht an den Körper. Ja, Wahnsinn, voll kastig. Oh, geil. Wie ein Brot. Gib mir ein L. Gib mir ein I. I. Ein S. S. Ein T. T. Mist. Mist.
Sau gut, alte Kruste, voll Rock'n'Roll. Oder Rock'n'Roll, wisst ihr, wegen Rocken. Ah, ja. klar, Rockenmehl. Oh Mann, Kai, also diesen Brotwitz habe ich noch nie gehört. Da bist du doch glatt der Allererste, der da drauf gekommen ist. Wahnsinn, Gratulation. Ehrlich jetzt? Verstehe. Alle Duty. Ciao, ciao. Ciao. Was soll's? Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Hilfe! Ich werde entführt. Ach Quatsch, schau mal in deine Dispo, du Backförmchen. Ich bin dein nächster musikalischer Superstar. Du? Ausgerechnet du. Na logisch. Ich, Marty Fischer, das wunderbarste musikalische Geschenk an die Welt seit Erfindung der dampfbetriebenen Basstrommeltuba. Ich schau mal auf meinem Plan nach. Nein, Unsinn. Hätte ich sonst das Kika-Mobil? Wir haben eh keine Zeit. Also es geht nämlich los. Wir sind live in 3, 2, 1. Was? Bringen wir es hinter uns. Gib mir ein M. M. Gib mir ein I. I. Gib mir ein S. F. Gib mir ein T. T. Mist. Hey, yeah. Alle zusammen tanzt das Brot. Wir sitzen doch alle im selben Boot. Die Arme zu kurz, das Lied beknackt. Ein Elend im Viervierteltakt. Darum tanzt das Brot, wenn du mal traurig bist. Keine Ahnung warum, denn es bleibt sowieso, wie es ist. Sitzen doch hier im selben Boot. Hüpft nach vorne, schaut auf mich. Nur dann wird's richtig lächerlich. Dann tanzt das Brot, wenn du am Boden bist. Keine Ahnung warum, denn alles bleibt, wie's ist. Hüpft, hüpft, tanzt, tanzt. Ein Wunder, es funktioniert. Babshua, 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 babshua. Hey, yeah. Hey, yeah. Hey, 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 yeah. Hey, 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 yeah. Alle zusammen tanzt das Brot. Ins Gesicht. Halt, Moment, das kann ich nicht. Tanzt das Brot, bis sich alles um euch dreht, damit keiner von euch merkt, dass das Brot nach Hause geht. Schon so viel Uhr. Ich muss das Auto zurückbringen, bevor der Kika, der wusste natürlich, dass ich... Dass du dir das Auto ausgeliehen hast. Ja, um dich in meine Sendung zu schleichen, um mit mir diesen elenden Song zu singen. Ich musste es tun. Ich bin einfach so ein Riesenfan von dir. Ich kann sogar deine Stimme nachmachen. Hallo, ich bin Bernd und ich hasse dich. Mist, Mist, Mist. Na, was sagst du? Ich... sage, fahr mich zum Hotel, du Wirwutzi. Und wenn ich in 20 Minuten dort bin, verpetze ich dich vielleicht nicht beim Kika. Okay, Deal. Schlag ein. Deal. Fahr jetzt. Ah.
Okay. Aber wo ist denn jetzt hier eigentlich der Bus? Bernd, das Brot? Mensch mit schwarzem Kasten? Ja, dann packen wir's. Sag mal hallo, Bernd. Hallo Bernd. Nur so Interesse halber. Warum? Naja, wegen Bernd. Au. Sorry, Bernd. Sorry ist der kleine Bruder von Stell dich nicht so an. Es tut mir leid. Sag nur mal hallo, Bernd. Hallo Bernd. Hallo. Na komm, setz dich doch. Oh, gerne, danke. Ist ja mal ein schöner, großer Bus. Hat man immer sowas als Musiker? Schön, ja, wirklich. Also, dann setze ich mich mal hier hin und hoppa! Yeah! Eine weniger! Ist mir doch egal, ich hab noch drei. Also, das tut mir wirklich alles so wahnsinnig leid. Sag mal, darf das wahr sein? Musst du jetzt da rinfahren? Musst du da rinfahren? Darf das sein? Oh, ich helfe dir, warte. Danke. Das ist mir aber. Das tut mir wirklich leid. Es tut mir so leid. Es tut mir wirklich leid. Es tut mir so leid. Zwei. Es tut mir wirklich leid. Nee, oh nee, da muss ich ja links. Also, auf einer Skala von 1 bis 1000 tut es mir 1001 leid. Wirklich, wirklich, also. Noch eine. Dann sollten wir jetzt ganz schnell und sofort proben, bevor wir überhaupt kein Instrument mehr haben. Sage nein. Was immer ihr auch wollt, es wird nicht sein. Ihr könnt toben, brüllen, drohen oder schreien. Nicht einen Knubbelfinger mehr, nicht mal den kleinen. Ihr fragt euch sicher, warum das denn jetzt? So haben wir Bernd das Brot doch gar nicht eingeschätzt. Denn trotz dem vielen Rumgejammer und Geschrei bin ich ja dann letztendlich immer doch dabei. Doch diesmal schlägt's ihm fast den Boden aus. Das Maß ist voll, ich kann nicht mehr und aus die Maus. Habt euch was Tolles ausgedacht und dann das Brot gefragt. Drum hört zu, was dieses Brot euch jetzt mal klar und deutlich sagt. Wir sagen nein, hey, was immer ihr auch wollt, es wird nicht sein. Hey, ihr könnt toben, brüllen, drohen oder schreien. Nicht einen Knubbelfinger mehr, nicht mal den Kleinen. Leute, hört mir bitte jetzt mal zu. Lasst mir doch meinem Kumpel Bernd das Brot in Ruhe. Ich weiß, es ist auch lustig, wenn er schimpft und schreit. Herr Brot sieht dabei leider nur sehr wenig Lustigkeit. Immer mein Schrein ist ganz sicher keine Strategie. Fürs Leben ganz sicher keine Top-Philosophie. Doch dieses Brot hier sei von jener Regeln unbefreit. Und drum lass uns singen trauter Gemeinsamkeit. Wir sagen nein, hey, was immer ihr auch wollt, es wird nicht sein. Hey, ihr könnt toben, brüllen, drohen oder schreien. Knubbelfinger mehr, nicht mal den Kleinen. Ja, da staunt ihr was, aber ich bleib hier. Ihr könnt machen, was ihr wollt, aber sicher nicht mit mir. Ich schlage vor, ihr gebt jetzt mal alleine ganz viel Gas. Und ich wünsch euch dabei von Herzen ganz, ganz, ganz viel Spaß. Ich hab sowas von genug, von diesem ganzen Quatsch. Drum spring allein vom Zehner und mach auch alleine Platsch. War das jetzt zu kompliziert oder habt ihr was am Ohr? Macht ja nix, wir singen's euch gern alle. Noch mal vor, wir sagen nein, hey, was immer ihr auch wollt, es wird nicht sein.
wirklich Zeit. Hey! Wir können toben, brüllen, drohen und schreien. Hey! Das Brot sagt Nein und alle stimmen ein. Aber du warst großartig, Bernd. Danke, aber wieso bin ich wieder hier? Lies deinen Vertrag, Bernd. Vertrag? Das ist nicht meine Unterschrift. Nein. Auch nicht mein Fingerabdruck. Nein. Was ist es denn dann? Dein Fußabdruck, Bernd. Wie habt ihr... Moment. Ich erinnere mich. Hier ist der Reiseplan mit den neuen Gästen für Teil 2 von Singt das Brot, Bernd. Keep on rocking. Nein!